Mit dem Hildebrandslied aus dem 9. Jahrhundert haben wir wohl den größten Cliffhanger mittelalterlicher Literatur. Denn in Zeile 68 bricht der Text plötzlich ab, an einer wirklich unsäglichen Stelle. Naja, der typische Hollywood-Stoff, Vater und Sohn treffen aufeinander, wussten aber beide nicht, dass sie miteinander verwandt sind. Doch das passiert in einer etwas blöden Situation, nämlich im Kampf. Naja, und was man halt kurz vor der Schlacht so macht, man fragt seinen Feind, ey, wo kommst du her? Naja, Hadubrand erzählte eben, dass er seinen Vater für tot hielt und so weiter. Und dann hat es sich eben ergeben, dass man erfahren hat, oh, wir sind verwandt. Ups. Der Vater versucht sich dann durch eine Geste mit seinem Sohn zu versöhnen, aber irgendwie hält er das für eine List und dann endet es damit, dass sie doch aufeinander eindreschen. Ein Kampf scheint also unvermeidlich. Vater und Sohn gegeneinander. Die Speere fliegen, die Schwerter kreuzen sich und dann... Ja, hier bricht der Text ab. Ich sag ja, an einer unsäglichen Stelle. Das lag jetzt nicht daran, dass der Texter bewusst einen Cliffhanger eingebaut hat. Tatsächlich sind schlichtweg Textteile verloren. Nur die Stelle ist ein bisschen unglücklich. Also kann man eigentlich nur mutmaßen, wie das Hildebrandslied eigentlich ausgeht. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Naja, um dem ein bisschen näher zu kommen, kann man aber Texte miteinander vergleichen und andere Texte heranziehen. Zum Beispiel Hildebrands Sterbelied. Und in der, naja, tötet der Vater seinen Sohn. Jetzt heißt das aber nicht, dass unser Hildebrandslied aus dem 9. Jahrhundert genauso ausgeht. Wir haben zwar noch andere Texte mit dem gleichen Stoff, zum Beispiel die Fifth-Drecksaga aus dem 13. Jahrhundert oder auch das jüngere Hildebrandslied ungefähr um 1500 entstanden. Nun kann ich euch leider auch nicht verraten, wie das Hildebrandslied aus dem 9. Jahrhundert endet, aber in meiner Podcast-Folge Nummer 37 erzähle ich euch ein bisschen mehr über die Handschrift, den Kodex, wie der Text in den Kodex eingebaut ist und wenn ihr wissen wollt, wie der komplette Kodex aussieht, ich habe euch das Digitalisat natürlich wie immer verlinkt. Also hört gerne in meine Folge 37 von Irmimi Podcast Irgendwas mit Mittelalter und im Sinne der Geschichte immer schön zurückschauen.